auch diese Zitadelle untersteht jetzt unserem Befehl. Sie haben die Dunkelelfen-Zitadelle eingenommen. Sie sind jetzt in der Lage, die Dunkelelfen anzuführen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wie man sieht, die Orks breiten sich immer weiter aus. Jetzt will ich mal gucken, wie ist das jetzt mit den Dunkelelfen? Dunkelelfen, kaum Widerstand. Kurios, echt. Das ist echt kurios, muss ich echt sagen. Ich weiß, ja, es kann eigentlich nur daran liegen. Ich kann es mir nicht anders erklären, muss ich tatsächlich sagen. Also, es wundert mich schon. Reich des Hungers. Hier hat Haus Melkor, der Fürst des Hungers. Mhm. Okay. Was haben wir hier? Verbessert Bauzeiten. Hm. Ja, was nehmen wir uns jetzt als nächstes vor? Das ist jetzt die Frage. Also das Let's Play wird sich auf jeden Fall noch längere Zeit hinziehen. Das kann ich euch garantieren. In dem Fall. Soll ich tatsächlich die Orks angreifen? Geringer Widerstand. Hier ist gemäßigt oder was? Hier ist tatsächlich gemäßigt. Okay. Geringer Widerstand. Also man geht jetzt immer davon aus, dass man die Untoten spielt, ne? Davon mal ab. Also ich würde tatsächlich noch warten mit der Besetzung der Zitadelle der Minotauren, oder doch nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber da die Dunkelelfen, auf kaum Widerstand stehen, würde ich glaube ich sogar vorschlagen, dass wir gleich direkt die Zitadelle der Minotauren beschlagnehmen. Also Angriff. Der nächste Zitadellenangriff. Und wir dürfen keine Truppen mitnehmen, das heißt wir müssen uns selber jemanden beschwören. Auch toll. So kann man auch eine Schlacht beginnen. Zombie, bau den Schattenturm. Wir haben ja kaum Widerstand. Also ich hoffe mal, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es tatsächlich kaum Widerstand ist. Nicht, dass er mich gleich wieder überrennt. Wie das eine Mal. Oder die paar Male. Ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass ich derart überrannt wurde von ihm. Leider. Muss ich noch dazu sagen. Dann bauen wir erstmal einen Wisp. Der kann sich dann nämlich um die Erstellung weiterer Gebäude kümmern. So, und dann machen wir erstmal ein paar Zombies. Weil die Dunkelelfen haben denselben Nachteil wie die Hochelfen. Die haben nämlich keine normalen Arbeiter für die Minen. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, indem wir die Zombies reinschicken. Aber dafür haben wir ja einen Nekromanten. Der kann das ohne Probleme bewerkstelligen. So, was haben wir hier? Die Rune von Zilos ermöglicht die Produktion von Schützen. Also das ist, glaube ich, sogar dieselbe Rune, wie sie die Hochelfen haben. So, und wenn der Turm fertig ist, baust du gleich einen weiteren. Ich baue ja immer gerne bei den Hochelfen zwei davon. Sehr schön. Wir haben schon mal ein gesichertes Einkommen, was die Kristalle angeht. Wie man sieht, also die Kristalle sind, glaube ich, auch bei den Dunkelelfen dementsprechend ausschlaggebend. Sehr schön. Wunderbar. Deswegen bin ich nämlich jetzt auch dabei, diese zu besetzen. So, als nächstes sollten wir einen Steinbruch? Haben wir überhaupt einen Steinbruch? Ne, wir haben gar keinen Steinbruch, ne? Scheiße. Sollten wir uns schnell mal einen suchen, wa? Eieieiei. Ein Start ohne Steinbruch, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Vor allen Dingen, weil wir Stein brauchen, um aufzusteigen. Scheiße. Was haben wir denn hier für eine Quest? Ein alter Schatten lebt hier, wenn sie einen feindlichen... Ja, danke. Ah, das sieht doch nach einem Steinbruch aus. Gleich mitkommen, Zombie. So, selbst der Baum des Schmerzes verbraucht Stein. Also ihr seht jetzt, was wir hier bauen können. Statt des goldenen Baums gibt es hier den Baum des Schmerzes. Grabsteine können wir bauen. Die Gruft, wo wahrscheinlich auch die Grabsteintechnologie erforscht wird. Übungsplatz, den Horst natürlich. Also den Horst, den gibt es wirklich bei jeder Fraktion. Ein Reformatorium nennt sich das Gebäude. Produziert Leibeigene, ermöglicht Aufwertung Assassine. Also das ist sowas ähnliches wie der Käfig bei den Untoten. Altar der Leere. Also ein anderer Altar als der Altar der Schatten. Sehr interessant alles. Und wir hatten, glaube ich, noch ein Gebäude gehabt. Moment, das habe ich euch nicht gezeigt. Das ist das Tor von Kargoth. Beschwört Imps aus der Unterwelt, was ja dämonische Einheiten sind, und ermöglicht Aufwertung Magie. Und ich glaube, da können wir auch den Titanen
der Dunkelelf beschwören, nämlich Kargott, glaube ich, war das. Kargott selber. So, und hier werden schon mal 3 weitere Wisps produziert. Ihr kennt ja das Prinzip mit den Wisps. Und diesen Schattenturm werte ich schon mal auf und dann produziert er auch nochmal 4 Wisps. Ne, ihr kennt das ja bereits mit dem Wisp-Prinzip, dass die Wisps sich ja später zu alten Wispen machen können. Das funktionierte ja auch bei den Hochelfen, das geht hier auch. Also das funktioniert immer bei Fraktionen, wo Wisps anwesend sind. Da funktioniert das immer. Und die produzieren ja selber auch Kristalle, deswegen ist das nicht verkehrt. Oh, ein Alchemist verspricht ihnen einen Haufen Gold, wenn sie sein Rätsel lösen können. Ich lebe im Ozean, im Fluss und im See nahe bei. Ist kalt, ja dann schweb ich. Ist's warm, bin ich frei. Ich lebe im Ozean, im Fluss und im See nahe bei. Ist kalt, ja dann schweb ich. Ist's warm, bin ich frei. Algen? Eventuell? Schade, die Antwort ist falsch. Sauerstoff? Auch falsch. Neue Gebäude verfügbar. Kohlenmonoxid? Fürchtet mich. Kohlendioxid. Ist ja ein Alchemist, also der dürfte sich mit sowas beschäftigen. Schwefel glaube ich zwar nicht, aber ich kann es ja mal probieren. Schwefel ist natürlich auch falsch. Fürchtet mich. Ich lebe im Ozean, im Fluss und im See nahe bei. Ist kalt, ja dann schweb ich. Ist warm, bin ich frei. Fisch? Auch nicht. Fürchtet mich. Was könnte es noch sein? Es könnte eigentlich alles sein. Bakterien vielleicht? Bakterien ist auch falsch. Und wir haben den Schattenturm der Stufe 2. Alter Wisp und die Rune von Animos. Dann kriegen wir nämlich die Kavallerie. Sehr schön. So, und dann beschwören wir noch mal ein paar Zombies. Sehr gut. Wo ist unser Zombie hier eigentlich? Da ist er. Gut. Dann würde ich sagen, baust du erstmal eine Gruft. Die können wir hier so am Rande bauen. Gut, und du produzierst währenddessen weitere Wisps. Gut, die Gruft. Dann schauen wir es uns auch mal an. Also wir können Skelette produzieren, klar. Wir können die Spinnen produzieren, die wir gesehen haben. Verfügt über ein sehr starkes Gift. Das ist die kleine Spinne. Und dann gibt es noch die Spinnenkönigin. Verfügt über ein sehr starkes Gift und legt Eier. Das, was eine Königin halt so macht bei Insekten. So, was haben wir hier dann noch? Das schwarze Siegel. +3 auf Resistenz gegen Gift, Krankheiten und psychologische Wirkungen. Okay. Das ist also eine komplett neue Technologie, die wir bisher noch gar nicht hatten. Davon gibt es 3 Stufen und natürlich das Begräbnis, das wir auch gleich mitnehmen werden. Was ja bei einer Gruft eigentlich dazugehört, so ein Begräbnis. So, und dann bauen wir dann auch nochmal einen Baum des Schmerzes. Sehr schön. So, und währenddessen beschwören wir nochmal einen Zombie. Wunderbar. Ich bin der Herr des so, ich schweb ich es warm, bin ich frei. Ich lebe im Ozean, im Fluss und im See nahe bei. Ist kalt. Plankton. Vielleicht. Plankton? Auch falsch. Schade. Von diesem Ort. Da es ja ein Alchemist ist, müsste es ja mit Physik oder Chemie zu tun haben. Würde ich mal annehmen. Ich lebe im Ozean, im Fluss und im See nahe bei. Ist kalt, ja dann schweb ich. Ist warm, bin ich frei. Eis kann es nicht sein. Weil, ist kalt, ja dann schweb ich. Ist warm, bin ich frei. Neue Gebäude ist es vielleicht doch Eis? Nee, ist falsch. Meine ich doch. Ich hätte mich jetzt echt gewundert, wenn er gesagt hätte, ja, ist richtig, ne? Gut, einen Wisp brauchen wir noch. Dann kriegen wir 3 alte Wisps auf einen Schlag. Das kostet, glaube ich, die Umwandlung 166. Okay. Umwandeln! 3 alte Wisps. Wunderbar. Das ist doch schon mal eine gute Basis. Und wir haben den Baum des Schmerzes. Wir haben die dunkle Infanterie, dunkler Schütze, dunkler Reiter, Hexer, den Assassinen und die Schwarze Garde. Und die Schwarze Garde ist auch der General. Also der Hexer ist das Gegenstück zum Mystiker. Also nicht The Witcher, den wir aus den The Witcher-Spielen kennen. Nicht Geralt von Riva.
sondern tatsächlich normale Hexer. Gut, gut. So, und jetzt werde ich hier nochmal die Produktion erhöhen. Gut, die nächste Stufe können wir noch nicht angehen. Das macht aber nichts, das wird noch kommen. Okay. So, dann würde ich sagen, bilden wir schon mal 6 dunkle Infanteristen aus für die Türme, weil die verbessern nämlich die Schussschnelligkeit. Wenn wir dann nämlich die Hexer haben, bilden wir die auch noch aus, weil das erhöht nämlich den Schaden. Habe ich festgestellt. Und das ist sehr effizient, wie ich finde. Da fehlt ja noch einer. Das geht gar nicht. Neue Armeen verfügbar. Dass dann Zombie fehlt, ist unglaublich. Nettes Geräusch für die Gruft. Alter Sadist! Freude. Ich kann es kaum erwarten. Und er ist ein bisschen stärker als sein dunkler Kumpane. Opfern. 4% Wahrscheinlichkeit, einen Dämon zu beschwören. Voraussetzung die Fertigkeit opfern. Okay. Die kann man also auch opfern. Interessant. Und wir können den Schattenturm auf Stufe 3 bringen. Hervorragend. Der Übungsplatz. Wir sehen hier den Bogenbau und den Pfeilmacher. Dieselben Technologien, die wir auch bei den Hochelfen hatten. Da brauche ich also nicht viel zu erzählen. Also es gibt immer wieder gewisse Parallelen. Aber es gibt auch gewisse Unterschiede. Och, nö, 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 nö. Weg, 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 weg. Du sollst dich verpissen. Der ist nicht ganz dicht, ne? Wie war das mit kaum Widerstand, Freunde? Kaum Widerstand, ne? Ist klar. Dann kriege ich gleich erstmal so einen Einlauf. Vielen Dank dafür. Kaum Widerstand. Du kannst mich auch mal am Arsch lecken. Echt. Glaube ich ja wohl nicht. So viel zum Thema kaum Widerstand. Also auch darauf kann man sich nicht verlassen, wie man sieht. Und jetzt sind sämtliche Gebäude, die ich hier habe, beschädigt. Super. Geil. Alter. Und sogar der ist angeschlagen. Geht in den Turm rein. Wir haben keine Wisps mehr. Wir brauchen dringend neue Wisps. Dringend. Produziert Wisps, was geht? Was? Ich bringe Macht. Das ist nicht euer Ernst, ne? Das ist wirklich nicht euer Ernst. Das kann doch nicht wahr sein, mal ehrlich. Ich denke, das ist kaum Widerstand. Davon sehe ich nicht viel. Oh, Leute. Verarschen kann ich mich auch alleine, ehrlich. Sowas Bescheuertes. Das soll ja wohl echt ein schlechter Scherz sein. Ich habe nicht genügend Kristalle, natürlich nicht. Könnte mir ja helfen. Ich brauche 83 Kristalle. Hallo? Wieso funktioniert das nicht? Ach so. Wieso macht er das jetzt nicht? Danke. Meine Güte. Das lief ja schon mal richtig toll. Ich glaube, ab sofort spare ich jetzt auch meinen Helden, damit er Todesritter beschwören kann. Also das ist ja echt schon wieder ein Ding, da könnte ich echt schon wieder ausrasten. Wieso? Der kommt jetzt schon mit sonst was angeschissen. Jetzt kommt der schon wieder, der blöde Arsch. Verpiss dich. Freude. Ist ja wohl nicht wahr, ey. Geschwindigkeit plus 4, plus 2, das ist nicht gerade viel. Das ist wirklich nicht viel. Und gleich verschmelzen. Fuck. Zu spät. Ich habe zu lange gebraucht. Ich bin nun mal ein alter Mann. Kann ich nichts für. Danke. So. Nächster alter Wisp. Ei, 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 ei. Das war ja echt schon wieder das einzig Wahre.
Und dann bauen wir erstmal das Gebäude hier. Das Reformatorium, oder wie sich das Ding nennt. Eieieiei, genau, die Zauberkundigen. Dafür brauche ich die Rune von Manos. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Rune von Manos. Ich hoffe, dann bessert sich das etwas. Oh, unser Zombie hat sich auch schon erholt. Das ist gut, dass der sich erholt hat. Uns fehlt ein Wisp. Ich glaube, einen hat er auch vernichtet, wenn ich mich richtig entsinne. Ach nee, einer von... ich bin alt. Die übliche Standardausrede von mir, ne? Ja, ich bin alt, ne? Passt schon. So, Sklavenhorde, was haben wir hier? Bluttrank. +2 auf Meuchelmord für alle Assassinen. Mhm. Dunkler Orden, +2 Meuchelmord für alle Assassinen. Okay, das sind die beiden Technologien. Und die Technologie, die wir ja schon kennen, Sklavenhorde, die kennen wir ja schon von uns, von den Untoten. So, und alles andere explodiert jetzt. Nur eben halt die Kristalle nicht. Und schon wieder kommt dieser Kackheld angeschissen. So, und dann bauen wir jetzt... Ach, können wir noch nicht. Okay. Verpiss dich mit deinem scheiß Helden. Den kannst du sonst wo hingehen, aber nicht hier hin. Verschwinde! Ja. Und sonst so? Scheiße. Okay, unser erster Todesritter. Es ist das erste Mal, dass ich einen Todesritter für die Erkundung nutze. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube nicht. Aber es ist so. Es ist das erste Mal, dass ich einen Todesritter für die Erkundung nutzen will. Beziehungsweise nein. Ich erkunde nicht. Ich behalte den erstmal bei mir. Den brauchen wir. Aber ich werde mal einen Horst bauen. Mit einem alten Wisp, versteht sich. So. Vor allen Dingen sollten wir, glaube ich, auch erstmal zusehen, dass wir unsere Minen mal schön mit Zombies ausstatten, damit die Produktion höher ist. Weil sowas wie ein Händler haben die Dunkelelfen nämlich nicht. Und ein Altar der Leere, genau, den sollten wir auch nochmal bauen. Altar der Leere. Bauen wir den denn hin? Bauen wir hier hin. Ach, der hat sich... Scheiße. Der hat sich eingeschlossen. Dann gehen die Mine. Sehr schön, die Mine gegen Kanne noch. Wunderbar. Das ist wenigstens etwas. Ich dachte schon, er kann auch nicht mehr in die Mine gehen. Das wäre ärgerlich gewesen. Aber so geht das noch. Gut, unser Held erholt sich langsam. Das ist ganz gut. Und wir nehmen uns mal die Sklavenhorde. Und außerdem produzieren wir schon mal 6 Hexer für die Türme. Zur Verteidigung. Ich muss erstmal an die Verteidigung denken, bevor wir an den Angriff denken können. Ich kann ja den Phönix hier für die Erkundung nutzen. Phönixe sind da, glaube ich, auch ein bisschen effizienter. Wie sieht es mit Turmbau aus? Turm könnten wir bauen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Wir bauen mal einen Turm. Und dann nehme ich mal die anderen 4 Wisp auch mit. Also die anderen 3 Wisp. Alten Wisp. Produziert am laufenden Band, Freunde. So, 6 und 6, 12. Sind 3 alte Wisp. Wunderbar. So. Gleich den nächsten Turm bauen. Und der Phönix, ich habe das gerade gehört, der ist gerade fertig geworden. Ihr braucht mehr Kristalle. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden, Mädel. Danke. Forschung abgeschlossen. Vielen Dank für deine nicht hilfreiche Unterstützung. Ich schlag mich. So, und da wir ja jetzt die leibeigenen Technologie haben, können wir uns die jetzt ranholen. Da rein. Gold ist ja wirklich das geringste Problem, das wir haben. Meister? Ja. Meister? So, und dann bauen wir gleich erstmal hier einen weiteren Turm hin. Erstmal eine schöne Turmreihe hier. Ach, jetzt kommt er von da. Das ist so ein kleiner... Kleiner Wicht, ey. Feige Sau. So, was hat er denn für Fähigkeiten? Zauberzombie herbei, schon mal gut. Feuersäule, okay. Und Sturm der... sehr schön. Also 2 Zauber, die wir auch beherrschen. Feuersäule ist das erste. Cool.
Und einen weiteren alten Wisp. Wunderbar. So, ihr beide seid fertig. Das ist gut. Turm können wir uns leider noch nicht leisten, weiteren. Das ist wiederum sehr bedauerlich. Phoenix, erkünde Magate. Genau, ist klar. Ich rede einen Scheiß heute. Das ist nicht zu fassen. Das war aber noch nicht bei Dings so, bei Emperor. Wo ich ja momentan jetzt mit den Harkonnen spiele.